Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Heute bin ich von einer Nicht-Muslimin angeschrieben worden, die sich interessiert für den Koran, die den Koran lesen will. Und da gibt es immer für mich einige Tipps, die ich mit auf den Weg geben will, für Leute, die den Koran lesen wollen. Ja? Es ist so, der Koran ist ein einzigartiges Buch. Und es ist für, nicht nur für Nicht-Araber, sondern allgemein nicht ganz einfach, den Stil des Korans sofort zu verstehen. Und deswegen gibt es drei Sachen, auf die man beim Lesen des Korans, also das heißt eine ungefähre Übersetzung des Korans in deutscher Sprache, worauf man unbedingt achten muss. Nummer 1. Es gibt immer Personen. Allah spricht, aber die Personen wechseln. Was heißt die Personen wechseln? Mal spricht Allah in der Ich-Form, erste Person Singular. Ja? Zum Beispiel, Inni ana rabbuk, wahrlich, ich bin dein Herr. Mal spricht Allah in der dritten Person Singular, er. Also er spricht in der dritten Person Singular, er über sich. So wie das manchmal Sportler machen. Ja? Er sagt zum Beispiel, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aller Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Also er redet ihm gebührt das. Alles Lob. Dann spricht er sehr häufig in der Wir-Form. Das verstehen manche nicht, wieso. Wir, Allah redet doch. Ja, das ist ein Majestätsplural. Man redet zum Beispiel im Deutschen auch im Plural, wenn man über bestimmte Sachen redet. Ja, oder wenn man mich zum Beispiel jemand anspricht, den Lehrer, man sagt nicht du, man sagt sie, als wenn es eine Mehrzahl ist. Und ein König sagt zum Beispiel, wir haben beschlossen, dabei meint er eigentlich, er selber hat beschlossen. Ja? Also wie gesagt, das ist die erste Sache, auf die man achten muss. Ja? Wer redet dort? Dann diktiert manchmal Allah, wer gerade da ist, wer gerade reden soll. Da gibt es plötzliche Wechsel. Zum Beispiel in der Surat al-Fatiha, ja, es wird in der dritten Person gesprochen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, der Herrscher am jüngsten Tag. Und dann, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Das heißt, Allah erwähnt das, was wir sagen, was unser Glaubenskonzept ist, dass wir Allah alleine um Hilfe bitten. Das soll dazu dienen, dass man zum Nachdenken kommt, dass man aufmerksam liest, dass es immer einen Wechsel gibt. Ah, was jetzt? Wer ist jetzt gerade am Reden? Ja? Das ist die Funktion davon. Das nennt sich Iltifat im Arabischen, in der Balera im Arabischen. Ja? Dann ist es so, dass es oft Themensprünge gibt. Und das hat genau dieselbe Funktion. Und man findet zum Beispiel in bestimmten Themen, in bestimmten Suren, bestimmte Details, zum Beispiel über bestimmte Prophetengeschichten. Das führt dazu, dass man ja, den ganzen Koran lesen soll, den ganzen Koran ehren soll und den ganzen Koran behandeln soll. Dann sieht man, dass es nicht chronologisch ist. Es ist kein chronologisches Buch, was mit dem Anfang des Lebens des Propheten anfängt und mit dem Ende aufhört. Und darauf muss man achten. Deswegen mein Ratschlag an alle, die sich damit beschäftigen, Koran lesen, ein Heft nehmen und Dinge, die man nicht ganz versteht, fragen. Der Koran erklärt sich auch in erster Linie mit dem Koran. Das heißt, man findet vielleicht in Sure 2 eine Stelle, die durch eine Stelle in Sure 5 näher erklärt wird, näher verdeutlicht wird. Dann erklärt sich der Koran durch die Aussagen des Propheten. Allah sagt in Sure 16, Vers 44, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ النَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen verdeutlichst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Und dann natürlich durch die Aussagen der Sahaba, Tabi'in etc., arabische Sprache. Darüber habe ich mal einen Vortrag gemacht, Methodologie der Koranerklärung. Deswegen viel Spaß beim Koranlesen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.